Mein Name ist Melina Michel, ich bin 20 Jahre alt, ich bin hier im Hunsrück aufgewachsen und lebe auch immer noch hier. Ich bin die Theresa Hammel, ich komme aus Kirchberg, bin auch 20 und mache mein FSJ im Hunsrück Museum. Im FSJ ist immer ein Projekt vorgesehen und da war auch mit so eine Idee, ein Event zu starten für junge Leute. Und dann wurden wir vom Regionalrat Wirtschaft unterstützt. Hunsrück ist so wenig los für Jugendliche und das war auch immer gefragt von Jugendlichen, dass mehr hier gemacht wird. Und da haben wir gedacht, warum sollten wir das nicht machen? Ich glaube, viel hat damit zu tun, dass die Planer von solchen Jugendevents, wenn es mal welche gibt, schon etwas älter sind. Und ich glaube, vielleicht kommt es ein bisschen besser an, wenn Jugendliche für Jugendliche etwas machen. Und wenn man die nötige Unterstützung bekommt, kriegt man es auf jeden Fall hin. Ja. Mein Name ist Andreas Nicolai. Ich bin der Bürgermeister der Stadt Zimmern. Seit 10 Jahren, bin Vater von 3 Töchtern. Als ich Jugendlicher war, da lebte ich auch in Zimmern, quasi wie ihr das auch heute tut. Und damals war es eigentlich so, dass wir verschiedene Dinge gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel in einer Band gespielt, es war damals sehr hip. Oder aber man hat eine Sportart gemacht, sei es Fußball, sei es Tennis, sei es was auch immer, sodass man eigentlich relativ stark aufgehoben war in einem Verein oder einer Gruppierung. Es war einfacher, als das heute ist. Also mein Name ist Frank Beil. Ich arbeite seit über 20 Jahren bei der evangelischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schmiedel und habe auch einige Jahre aufsuchende Sozialarbeit hier in Zimmern gemacht. Und habe mich mit so Jugendlichen wie euch beschäftigt, die sich an Stellen trafen, die nicht unbedingt von Erwachsenen so gerne aufgesucht werden. Als ich jung war, gab es diese ganzen Medien, die ihr jetzt zur Verfügung habt, gab es nicht. Also das Leben hat sich mehr außerhalb der eigenen 4 Wände abgespielt, man war viel mehr unterwegs. Angebote, vor 40 Jahren gab es in Zimmern sogar ein großes Jugendzentrum. Das ist abgerissen worden, da steht jetzt, ist jetzt eine Straße. Wir mussten uns mehr selbst sortieren und ihr habt diesen Nachteil, dass ihr die Mobiltelefone habt und Playstation. Ich bin Florian Pullig, ich habe eine kleine Filmproduktionsfirma hier in Zimmern. Also damals, muss ich schon sagen, hat mir ab einem gewissen Alter gefehlt, dass man hier abends nicht so weggehen konnte. Und ich glaube, das ist, schätze ich mal, immer noch so. Was ich immer ein bisschen beneidet habe, ist, dass es auf den Dörfern gab so Jugendräume, wo Freunde von mir sich getroffen hatten. Die hatten da auch ihren eigenen Freundeskreis. Das gab es in Zimmern aber zum Beispiel damals überhaupt gar nicht. Ja? Und das fand ich eigentlich auf dem Dorf immer ganz schön, weil das schon so eine eigene Gemeinschaft war. Und das gab es hier in Zimmern, warum auch immer, gab es nicht. Dann hat man sich so selber organisiert und nachmittags habe ich eigentlich immer Sport gemacht. Ja? Also Fußball habe ich gespielt, Tennis, Handball, das ging ja alles ganz gut und dann auch mit Freunden getroffen, im Stadtgarten gespielt, Fahrrad fangen und viel Zeit draußen verbracht. Ja? Ich bin der Alex Christ, ich komme aus Rheinböllen, ich bin 26 Jahre alt und arbeite als Erzieher für die Bärensgebärden in Rheinböllen, aber war dann quasi, habe meine komplette Jugend halt hier verbracht so, und habe dementsprechend auch die Verbindung so zu der Stadt. Was immer so ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie sowas zum Weggehen. Ja? Also, sowas wie hier so ein Festival, sowas hat tatsächlich gefehlt, weil man hat halt die Möglichkeit, hier in die eine Diskothek zu gehen, die hier in der Stadt ist. Wenn man da halt nicht so reingepasst hat, wäre halt die Kneipe die andere Variante gewesen, so, um abends wegzugehen. Und wenn man da so zwischen, gibt's nichts. Mein Name ist Dave Sindhu, ich wohne in Kirchberg, seit 13 Jahren hier am Start, macht Spaß und ich arbeite in der Jugendarbeit, in verschiedenen Kontexten noch, Kultur, bisschen kommunale Politik und auch Kirche noch. Uns interessiert nicht nur der lokale Standort, wir haben einen Herzschlag für die jungen Generationen in diesem Landkreis und darüber hinaus. Ich würde einfach das, was besteht, mit unterstützen. Also wenn man uns fragen würde, würden wir gerne uns mit da reinlegen und Gas geben. Eine gute Jugendarbeit in Zimmern ist eine Jugendarbeit, die letzten Endes die Jugendlichen nicht nur dort abholt, wo sie abgeholt werden möchten, sondern die den Jugendlichen auch Anreize schafft, dass sie sich positiv einbringen in die Jugendarbeit, die sie ja betrifft. Und am Ende sollen auch alle Jugendlichen zufrieden sein, sei es die Jugendlichen, die ihren Weg gefunden haben und aber auch die Jugendlichen, die noch auf dem Weg sind. Zimmern hat einfach zu wenig Angebote für Jugendliche in eurem Alter, also so 14 bis 20. Also da ändert sich nichts Grundlegendes dran und da müsste man halt mal ran. Was
wir als Stadt getan haben, ist, wir haben nach wie vor dieses Jugendcafé finanziell und inhaltlich unterstützt. Es wird ja von der evangelischen Kirche betrieben, hören aber mehr und mehr, dass dieses Jugendcafé leider nicht mehr angenommen wird in der Form, wie wir es uns als Kommune erwartet haben. Sie sind dort immer weniger hingegangen und sind halt vielleicht mehr im öffentlichen Raum geblieben. Ein Problem, was offensichtlich ist, was sich dadurch ergeben hat, ist in manchen Fällen ein gewisser Vandalismus. Das möchte ich aber nicht den Jugendlichen vorwerfen oder den Jugendlichen zuschreiben. Das sind oftmals auch junge Erwachsene, oftmals auch welche, die gar nicht von hier kommen, sondern die vielleicht abends von woanders herkommen und sich irgendwo treffen. Also, dass es direkt Probleme mit Jugendlichen gibt, das muss erstmal noch vielleicht genau rausgearbeitet werden. Es gibt so eine, Wellenbewegung mal. Wenn man die ganzen Jugendlichen dann mal kennt und ein bisschen Einfluss nehmen kann, dann beruhigt sich das ein bisschen. Dann werden die auch mal größer und vernünftiger und müssen arbeiten. Und dann lösen sich diese Probleme oft. Aber dann kommen die nächste Generation oder die nächsten Jugendlichen und die treffen wieder auf dieselbe Situation, dass es einfach zu wenig Angebote gibt. Und dann geht es wieder los und dann wird halt wieder die Stadt ein bisschen verwahrlost. Also wenn ich hier so sehe, ihr seid, könnt euch beschäftigen, dann macht irgendwie was Vernünftiges. Aber andere, die hängen viel ab und wissen nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Was wir uns parallel dazu an Gedanken gemacht haben, wir haben eine aufsuchende Jugendsozialarbeit eingeführt, damals unter Beratung des Jugendamtes, der Kreisverwaltung und des Schmiedel. Und haben dann Sozialarbeiter finanziert, die über mehrere Jahre hinweg freitags und samstags abends Jugendliche aufgesucht haben an verschiedenen Orten in der Stadt, um sie zu motivieren, zu signalisieren, was sie für Wünsche haben und um sie auch dazu motivieren, zum Beispiel in Vereine zu gehen, in Organisationen zu gehen. Damit hatten wir leider nicht sehr viel Erfolg. Ist halt eine anstrengende Arbeit und man sieht auch nicht sofort, dass sich was ändert. Man muss da intensiver dranbleiben. Man kann das nicht mit geringem zeitlichen Aufwand machen. Man muss da Zeit investieren. Das heißt für mich eine oder zwei Stellen dauerhaft. Das müsste auch jemand machen, der so ein bisschen näher an eurem, also der mal Pi mal Daumen 20 Jahre jünger ist als ich. Es gibt in Sümmern halt viel Aufwand, viel Geld für Rentner, das ist richtig. Aber das Geld oder den Aufwand, den man für die Rentner betreibt, sollte man vielleicht auch für die Jugendlichen betreiben. Eine Abiturientin, eine Facharbeit geschrieben, da geht es ums Thema Jugendliche und von 100 Befragten haben 100 Befragte geantwortet, wir gehen nach dem Abitur, nach der Schule weg von Simmern. Das ist keine gute Perspektive für diese Stadt. Grundsätzlich fehlt mir die Haltung gegenüber Jugendlichen in Simmern. Also in meiner Wahrnehmung wird unheimlich viel für Senioren gemacht, was für einen demografischen Wandel ja auch gut ist. Aber mir fehlt absolut die Wahrnehmung der Jugend von Jungfamilien und das, was für Jugendliche auch gemacht werden sollte. Und es gibt auch einzelne Stellen, die was machen, aber irgendwie fehlt mir das Engagement der Stadt oder des Stadtrats, das kann ich aber nicht, oder der Verbandsgemeinde, wo das politisch liegt, das kann ich nicht beurteilen. Ja? Aber diese Grundhaltung, dass man sagt, boah, wir haben richtig Bock mit den Jugendlichen und für die Jugendlichen was zu machen, das ist wirklich lebenswert, auch für junge Leute. Diese Haltung, die vermisse ich manchmal so ein bisschen. Ja? Also ich kriege dann mit, dass da schon sehr viel gekämpft werden muss und bis mal was Konkretes entsteht. Gibt es tolle Ansätze, es gibt auch gute Absichten und sowas, aber ich sehe wenig Konkretes. Das finde ich echt ein bisschen schade. Ich heiße Alexei Merlin. Ich gehe an die Friedrich-Karl-Ströer Realschule Plus in Simmern. Ich gehe halt wie jeder 16-Jährige manchmal feiern. Aber meistens bin ich halt einfach draußen am Spazieren oder einfach mit Freunden ein bisschen Spaß machen. Ich gehe manchmal ins Juka rein, also zum Vorbeischauen, weil ich mal als 12- und 13-Jähriger ganze Zeit da drin war. Aber das ist wirklich nur für die etwas Jüngeren, also für die 16-Jährigen gibt es momentan eigentlich nur den McDonald's. Das war's. Vor allem, wenn es so richtig zum Abend rumgeht und man noch draußen bleiben will, vor allem im Winter, das ist bisschen schwer. Ich würde mir wünschen einfach, dass es wenigstens einen kleinen Raum gibt oder den könnte man ja auch selber bauen, wo wir als 14- bis 20-Jährige oder bis 18-Jährige einfach allein sein können und unser Bierchen auch mal trinken können. Ich bin Friederike Widerspahn, ich bin 16 Jahre alt, ich wohne in Simmern, ich gehe in Simmern zur Schule und ich gestalte meine
Freizeit meistens auf den Dörfern rund um Simmern, weil dort meistens meine Freunde auf Partys gehen oder in Jugendräumen oder sonstiges. Und ich finde, dass ich da mehr zu Hause bin. In Simmern treffen sich die Leute draußen auf der Straße oder jetzt mal als Beispiel Rottmannpark hinten am Simmersee. Also es gibt das Juka natürlich, aber da sind natürlich auch immer Betreuer dabei, weshalb ich halt lieber außerhalb hingehe, weil man da freier in seinem Sein ist. Ich würde mich freuen, wenn die Jugendlichen, auch wenn ich nicht mehr in dem Alter dann vielleicht irgendwann bin, etwas haben, also Zulaufstellen, wo sie hingehen können, und könnte mir auch vorstellen, da was aktiv mit zu initiieren. Aber die Frage ist halt nur, ob die anderen Parteien mitspielen. Ich bin Kevin Meyer, ich komme hier aus Simmern, ich gehe hier auch zur Schule, in unserer Realschule, in der Friedrich-Karl-Ströer-Realschule. Ja, was kann man hier denn machen? So, wenn ich mit Freunden rausgehe, dann treffen wir uns meistens so beim Rottmannpark oder sowas und verbringen da unsere Stunden, sitzen da rum, chillen, hören Musik. Ja, ich denke, für die Leute ist das schon was ganz Normales, dass wir da sitzen und so. Wir räumen auch meistens hinter uns auf. Das ist halt das, was uns unterscheidet von anderen, die meistens da Müll lassen. Aber ja, ab und zu kommen da Leute natürlich, gucken, ja, ein bisschen komisch. Das Juka gibt es natürlich, ja, aber das ist eher für Jüngere. Das spricht uns nicht mehr an. Da haben wir zu wenig Freiheiten. Was kann man da machen? Uno spielen, vielleicht ein bisschen Kicker. Da kann man für eine Stunde reingehen, aber für was Langes ist es nicht. Wir haben ja auch ganz andere Interessen als die, die dort vertreten werden. Eindeutig ein Platz, in dem wir uns ausleben können, sag ich mal so, wo man auch mal Alkohol trinken könnte, ja, das ist ganz klar so. Im Winter, wo es warm wäre, das wäre auch gut, wenn wir das selber irgendwie verwalten könnten, vielleicht sogar selber aufbauen. Dazu fehlt uns aber momentan der Platz. Es gibt auch viele, die eine Perspektivlosigkeit sehen, und da könnte man vielleicht in irgendwelche Projekte eingelenkt werden oder sowas. Das, was ich mir also wünschen würde, ist eher, dass die Stadt sich viel mehr um uns kümmert, als sie es jetzt tut. Also wir haben uns hier an verschiedenen Stellen verschiedene Gedanken gemacht, aber hatten noch keinen großen Erfolg. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass eine gewisse Initiative von Jugendlichen auch kommt, und hoffe, dass wir auf diese Art und Weise zu einem guten Ergebnis kommen. Ich würde mir wünschen, dass die Erwachsenen, die was zu sagen haben, auch mal auf die Jüngeren hören, weil die haben so viele tolle Ideen, da steckt so viel in den Köpfen, dass die vielleicht auch mit den Schulen zusammenarbeiten, weil gerade die auch irgendwie halt viele Partys veranstalten, viel machen wollen, und gerade da sollte man ansetzen, das wäre schön. Ich wünsche Simmern genauso eine Dynamik, dass man der Jugend zuhört, dass man das Ohr weit aufmacht und einfach den Themen, die Jugendgeneration hat, dass man sich diesen öffnet, bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, Ressourcen zur Verfügung stellt, Netzwerke anbietet, wo Jugendliche einfach mit anbeißen können. Dann sehe ich da echt eine sehr gute Zukunft für die Stadt Simmern, auf jeden Fall. Man muss gucken, was wollen die Leute selbst machen und dabei unterstützen. Also so nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Also nicht irgendwie was auf einem Silbertablett präsentieren, hier haben wir irgendwas. Man könnte zum Beispiel auch eine Art Jugendraum selbst bauen. Und dann muss man das verknüpfen mit der Stadt, die gibt da ein bisschen Geld oder einen Platz. Nach meiner Wahrnehmung gibt es da unheimlich viel Potenziale, die hier einfach liegen gelassen werden. Das finde ich echt sehr, sehr schade. Wenn es da tolle Projekte, tolle Räume gibt, dann machen die Jugendlichen überall in ganz Deutschland was und hier sowieso. Ja, Wünsche habe ich sehr viele, auch gerade an die jungen Menschen. Da möchte ich jetzt auch dir danken, dass du so engagiert bist hier, und würde mir wünschen, dass ihr im Schulterschluss mit euren Lehrern, im Schulterschluss mit euren Eltern, im Schulterschluss auch mit der Stadt dazu bereit seid, einen bestimmten Weg zu gehen, wo wir nachhaltig jungen Menschen, auch denjenigen, die jetzt noch 10 Jahre jünger sind als ihr, die dann aber auch in 10 Jahren noch etwas vorfinden, wo sie zufrieden sind und worum sie glücklich und zufrieden hier leben können.